Hallo und herzlich willkommen zu Simtastic. Heute geht's weiter mit der Island Challenge und gerade ist Doris aufgewacht und hat richtig großen Hunger. Und deshalb werden wir jetzt hier erst einmal dafür sorgen, dass die kleine Doris ja hier was zu essen bekommt. Im letzten Teil wurde auch ein neuer Sim angespült. Und zwar ist das der gute Julian, der hier ja gerade noch im Zelt schläft. Und ich würde sagen, während die beiden jetzt hier noch ein wenig am Baden sind, lassen wir einmal die Götter entscheiden, was heute noch passieren wird. Ich bin wirklich mal gespannt, ja, was, ja, oder welcher Gott sich vielmehr entscheiden wird. Oder wer sich durchsetzen kann. Ich hoffe, dass nicht schon wieder ein neuer Sim angespült wird. Aber wir erhalten 2 neue Fertigkeitspunkte. Das ist doch gut. So, jetzt macht Shirley sich einmal in die Hose und dann kann sie hier einmal duschen gehen. Die gute Doris ist auch gerade hier auf dem Weg auf die Toilette. Dann wird sie hier einmal hier ein wenig was zu essen machen. Was heißt zu essen machen? Sie wird dann hier einmal das Feuer anzünden. Und dann kann sie sich, wie gesagt, hier einmal ein paar Würstchen grillen. Auch Xavier wird sich jetzt hier ja einmal ein paar Würstchen grillen. Und dann schauen wir mal, wie es Julian geht. Dem geht es eigentlich sehr, sehr gut. Und wir müssen jetzt hier noch einem Sim 2 Fertigkeitspunkte geben. Und wir schauen mal ganz kurz. Wir setzen, glaube ich, die Gartenfähigkeit bei Shirley auf Level 5. Somit haben wir dann das auch abgehakt. So, dann schauen wir auch mal, wie es den restlichen Sims geht. Wir müssen die kleine Catherine dann gleich auch einmal füttern. Xavier, ich weiß nicht, warum du da hinten rumschwirrst, aber du sollst jetzt hier einmal, ja, dir was zu essen machen. Dann würde ich sagen, schmeißen wir den guten Julian einmal aus dem Bett und dann kann er hier einmal die kleine Catherine aufwecken. In der Zwischenzeit, wo wir jetzt hier uns um die Kinder kümmern, wird Doris jetzt hier einmal ein weiteres Gemälde für uns malen, damit wir halt auch unsere Höhle ein wenig verschönern können. Der gute Julian ist auch eigentlich relativ gut in der Familie aufgenommen worden. Ja, ihn haben eigentlich alle sehr, sehr gut begrüßt. Und was möchte er hier? Er möchte Freunde mit Shirley werden und er möchte ein Techtelmechtel im Busch haben. Das werden wir mal beides anpinnen. Die Sims sind ja alle nicht in einer Beziehung. Sie haben ja eher sowas Offenes und deshalb ist das definitiv machbar, dass die beiden halt auch ein Techtelmechtel im Busch haben werden. Und das heißt ja auch nicht, dass immer nur ein Sim der Vater von Shirleys Kindern sein muss. Deswegen habe ich mich auch halt dazu entschieden, ja, einen weiteren Erwachsenen-Sim auf die Insel zu spülen, weil die Gewitter, die waren echt heftig, ja, als der Sim eben hier angespült wurde. Und dann schauen wir jetzt mal, wir werden jetzt hier auch einmal Clayton füttern. Das kann einmal die gute Shirley machen. Wir werden ihn dafür einmal stillen und der gute Julian kann dann hier einmal weiter mit der kleinen Catherine ein wenig Bauchzeit verbringen. So, und jetzt ist sie extrem wütend, dass immer noch keiner ja, sich um sie kümmert und wir werden jetzt hier einmal natürlich unser Kind ein wenig erziehen. Und zwar werden wir ja einmal sagen, dass sie bitte keine emotionalen Zusammenbrüche haben soll. Und dann werden wir sie natürlich auch einmal erziehen und sagen, dass sie nicht in der Toilette planschen soll, denn das geht auch nicht. Und dann werden wir natürlich einmal ein wenig mit ihr reden, vielleicht auch ein wenig mit ihr spielen. Und jetzt ändert sich die Familiendynamik zwischen Doris und Xavier. Und hier entscheidet das Spiel, dass die beiden fürsorglich werden sollen. Können wir auch gerne machen, weil Xavier ist ja jetzt im Moment der Einzige, der so ein bisschen Zeit hat für die liebe Doris. Also werden wir das definitiv einmal annehmen. Und dann werden wir jetzt hier ein Kinderbuch lesen. Oh, habt ihr das gesehen? Das war doch süß. Und dann werden wir natürlich dann einmal schauen, okay, Essen geht ihr soweit gut. Dann kann er ihr eigentlich ja auch ein wenig das Sprechen beibringen, damit wir, wie gesagt, ja so weit wie möglich eben ja in unserer Fähigkeit hochkommen. So, dann schauen wir mal. Beide liegen aktuell wieder im Bett. Die unterhalten sich auch prima. Dann würde ich sagen, werden wir dann hier einmal die beiden herumtollen lassen, damit die halt ja noch ein wenig weiter in ihrer Fähigkeit vorankommen. Der gute Julian ist Shirley gerade am helfen, hier ein wenig aufzuräumen. Aber Julian, ich würde mal ganz kurz behaupten, du wirst jetzt hier einmal ja ein wenig die Sachen abernten. Hör mal bitte auf, dann kannst du hier nämlich einmal die Stechpalme ernten. Wir werden jetzt hier, glaube ich, einmal alles verkaufen, weil wir ja hier aktuell ja so noch nichts haben. Wir können hier ein wenig Bienenwachs sammeln. Das werden wir definitiv auch einmal machen. Ich weiß zwar noch nicht so ganz genau, wofür wir das Bienenwachs brauchen, aber es ist besser, wir haben das auf Vorrat, bevor wir uns ärgern, dass wir es eben nicht haben. Das hat auch einmal wunderbar geklappt. Dann kann der gute Julian
Vielleicht hier ein wenig an der Bank arbeiten und kann dann jetzt hier erst einmal ein wenig Pferdeskulpturen herrichten oder bauen vielmehr. Und dann wird Shirley einmal hier ein ärgerliches Häuflein hinterlassen. Und Xavier kann dann einmal schauen, wie es den Zwillingen geht. Den geht es eigentlich relativ gut. Dann kann Xavier einmal Clayton ein wenig hochheben. Und dann werden die beiden, ja, dann auch ein wenig Bauchzeit verbringen. So, dann schauen wir mal, was die gute Shirley mit Doris macht. Die beiden möchten sich unterhalten. Das könnt ihr auch gerne machen. Aber ich würde sagen, dass Shirley dann auch einmal die süße Catherine aus ihrem Bett rausnimmt. Und dann können die beiden definitiv dann auch ein wenig Bauchzeit verbringen. Julian kann dann sich jetzt hier auch mal ein wenig um seine neue Freundin kümmern. Wir werden dann jetzt hier einmal ein Kinderbuch lesen. Und dann, was haben wir hier? Okay, sie möchten alle nach dem Kleinkind sehen. Ist zwar nett gemeint, aber vielleicht im Moment nicht gut gemacht. Shirley, schlaf du bitte einmal ein wenig im Zelt. Dann schauen wir auch mal ganz direkt. Okay, Entbindung in Fragezeichen. Das heißt also, es könnte bald losgehen. Und dann schauen wir einfach mal, was Catherine hat. Bevor du jetzt hier in die Haie gehst, Catherine, werden wir dich aber bitte noch einmal ganz kurz füttern. Denn ich habe Angst, dass sonst Dinge passieren, die eigentlich nicht passieren sollten. Und Daniel, was machst du? Nein, du wirst jetzt hier bitte einmal nicht den Kuchen essen. Pfui. Und dann kannst du die gute Mu einmal füttern. Und dann werden wir natürlich hier einmal das Feuer anzünden. Und dann können sämtliche Erwachsenen-Sims dann hier einmal hinkommen und können sich was zu essen machen. Okay, das reicht eigentlich schon. Julian ist der Einzige, der eigentlich Hunger hat. Dann wird der gute Xavier sich jetzt weiter dran machen, einmal hier ein paar Möbelstücke herzustellen. Und zwar würde ich sagen, kann er jetzt hier einmal einen Esstisch ja noch zimmern und dann kann er vielleicht auch noch ein paar Stühle zimmern. Denn ja, Stühle und Tische kann man nie genug haben. Julian, geh du bitte einmal, nee, du machst da kein Nickerchen, du gehst dort bitte einmal auf Toilette. Okay, Shirley ist gerade in die Wehen gekommen und ich würde ganz einfach mal behaupten, dass Shirley hier jetzt mal ganz kurz noch einen Holzscheit hinzufügt. Und wird dann jetzt hier erst einmal noch etwas essen, bevor wir das Ganze jetzt in die Wege leiten, dass sie eben das Baby bekommt. In der Zwischenzeit können wir dann auch hier einmal Start Home Birth machen, sodass es also ein wenig parallel abläuft. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nochmal, wenn die Geburt losgeht. So, Shirley ist soweit, sie kann das Baby bekommen. Und wer könnte natürlich besser an ihrer Seite stehen als ihr Ehemann, oder das heißt Ehemann, als der Vater ihrer bisherigen Kinder. Und wir werden jetzt einfach mal abwarten, ja, wann das Baby zur Welt kommt. Oder was heißt wann? Es wird schon demnächst auf die Welt kommen. Aber ich bin wirklich mal gespannt, ja, was für ein Geschlecht wir haben. Und wir haben einfach ein Mädchen. Und ich würde sagen, wir werden jetzt hier einmal unserem random Namensgenerator einmal auf die Warteliste, heißt man das? Also wir werden den jetzt einfach mal auf den Bildschirm rufen. Und dann werden wir jetzt hier einfach einen zufälligen weiblichen Namen wählen. Okay, Drusilla, das kann ich mir absolut nicht merken. Das kann ich mir auch nicht merken. Nehmen wir doch einfach Aubrey. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Herzlich willkommen auf der Welt, kleine Aubrey. Und hier ist die kleine Maus einfach so süß. Und da wird sie dann einfach an den Papa gereicht. Und somit sind wir einfach ein Sim mehr geworden. Und ich würde sagen, bevor wir das Teil jetzt hier beenden, lassen wir die Götter dann auch nochmal ganz kurz entscheiden. Denn das haben wir ja fast vergessen. So, dann schauen wir mal, wie die Götter jetzt gesinnt sind und was sie uns eventuell noch antun können heute. Da bin ich wirklich mal gespannt. Und wir bekommen einfach 15 neue Zweige. Das ist so cool. Das werde ich auch direkt hier einmal aufschreiben. Wir haben hier 25 Zweige und somit haben wir jetzt 40 Zweige, die wir ja verwenden können. Und ich würde sagen, so glücklich wie die Familie Viano Strikeland Blume jetzt sind, lassen wir die Familie auch nochmal zurück. Wir werden schauen, wie die Götter in den nächsten Teilen gesinnt sind. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und ein Abo dalasst. Wenn ihr Anregungen oder Ähnliches habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!